Wo gehen wir jetzt noch runter? Da wäre auch ein Quad. Da ist die Übergabemission, dann machen wir das. Die Übergabeaufgabe. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 3. Was hier alles rumfliegt. Da blutet jemand. Die kriegen uns doch eh nicht. Bringt dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. 250 Erfahrungspunkte, sehr gut. Oh, die. Mist, die Fackel war da oben. Ach, schade, jetzt fahren die uns ja gar nicht hinterher. Beziehungsweise wir. Ah, das war doch. Ich habe mich noch auf die Straße konzentriert. Wir sollen ja querfeld einfahren. Hoppla. Auto wird's freuen. Na, jetzt fahren wir schon den Weg, aber ganz schön steil geht's bergab hier. Über die Wiese. Wo jetzt lang? Da, zwischen die Bäume. Aua! Also die Straße entlang, 15 Sekunden noch. Das könnte vielleicht eng werden. Ne, da ist schon rot. Da ist schon die rote Fackel. Was ist denn da los? Wir schießen da so ungemein. Hier gleich wegrutschen. Tipp, mach mal was. Nicht so rumzuckeln. Jetzt wird's aber eng. Jetzt ziehen wir uns zumindest mal ein Stück zurück. Die normalen Spritzen reinpfeifen. Das war nicht die normale. Das war mein Fehler. Bitte gehen hier hoch. Jason, bitte, da hoch. Na, dann halt nicht. Ich glaube, die kommen gleich an. Nicht, dass die hier noch die Leute vom Außenposten holen und der Außenposten nicht mehr unentdeckt geht. Ach, hör auf, uns so anzuschießen, damit kann ich nicht richtig schießen. Was so? Geier! Wo ist der denn? Das war ich zu bezweifeln. Alle tot. Wie sie rumliegt. Nein, ich will nicht die Waffe tauschen, ich will es plündern. Das wird wiederum angefasst. Das ist ganz schön unfair den anderen gegenüber, die wir nicht antatschen. In Far Cry 4 könnte man ja, glaube ich, das Antatschen auch ausschalten, diese Animation. Keine Ahnung, warum die hier manchmal greift und manchmal nicht. Groß gewachsen. Was wird das denn? Kacke. Dann würde ich sagen, wenn wir schon mal in der Nähe sind, machen wir den Außenposten klar und dann gehen wir einen auf Söldner machen. Einfach nach hinten, dann kommen wir schon an. Das war ja mal was, das gesamte Spiel Far Cry 3 im Rückwärtsgang durchspielen. Das machen wir jetzt aber nicht. Was soll das Auto vielleicht mitnehmen? Nee, ist ja gar nicht so weit weg. Ich will mein dickes Bumseisen, das AMR, damit ich schön in die Ferne gucken kann. Da kommen wir her. Oh, wir gehen sogar von oben an den Außenposten heran. Sehr gut. Könnte ich mich anzünden? Wenn das Feuer noch etwas glühen würde.
Der Strand ist hier nicht so schön wie drüben auf der Nordseite. Steiniger, aber das ist gar nicht das Problem. Der, in Anführungszeichen, Sand sieht halt nicht so schön aus. Das ist ein wildes Tier. Einen Scharfschützen sehe ich gerade nicht. Und der sehe ich auch noch nicht. Da oben steht einer, das ist, glaube ich, kein Scharfschütze. Ich lege mich ja gerne mit denen an, aber nicht jetzt, wo wir den Außenposten angehen wollen. Huch. Die drehen doch schon wieder um, oder? Ne. Was ist eine Munitionskiste? Da stehen gleich zwei. Ich denke mal, wir gehen hier die Treppe hoch und erledigen den da oben, bevor der uns das Leben schwer macht. Zum Alarm kommen wir, denke ich, nicht. Nee, da sind die zwei, die beim Käfig stehen im Weg. Scheiß drin. Ach Mann. Könnt ihr bitte vergessen, dass wir da waren? Ich will den gerne unentdeckt einnehmen. Ich gehe auch schon wieder. Wie? Extrem uncool. Noch gar nichts gemacht und schon entdeckt. Das war einfach schlecht. Wir kommen von Westen. Von Westen. Laut Kompass fahren wir gerade Richtung Osten. Blöde ist der, die werden sich das gemerkt haben. Ne, den Außenposten machen wir jetzt nicht. Den Wasser mit den Wurzelbäumen, den können wir machen. Ja, Arschgeigen, weg da. Uns doch immer so nur lassen, wobei die haben Probleme mit dem Umlenken. Ich fahre trotzdem nicht direkt zum Außenposten, ich fahre hier mal hoch und warte, was die machen. Oh, da ist jemand. Auto haben wir aber nicht so kaputt gemacht. Falschgeld. Er rückt vor. Das waren ja gleich zwei. Sind auch noch synchron gelaufen und natürlich auch synchron geflogen. Moment. Ich brauche das Auto. Herrlich. Das habe ich doch erst hier in Far Cry 3 angesprochen. Mit einem Scharfschützenschuss, zwei erledigt. Das hatten wir zuletzt in Battlefield 1. Wir müssen links unten am Wasser entlang. Da hinten
ist der Außenposten. Na. Man kann die gut umlenken. Wir müssen gleich mal rüber. Ich würde sagen, bevor die uns weiter verfolgen, lassen wir das Auto hier stehen und gehen zu Fuß weiter. Das eine Straße, das ist aber nicht gut. Wenn hier ein Auto kommt, das könnte uns verraten. Wir könnten uns da oben auf den Funkturm stellen und runter scharfschützen. Besser anstelle. Dieser Außenposten heißt Wurzelbaum Außenposten. Brückenkontrolle. Ich spiele ein Auto. Gibt es hier einen Scharfschützen? Einen mit erhöhter Position gibt es bestimmt. Alviators will be shot. Wilbe, Entschuldigung. Da ist jemand. Scheiße. Oh Mann! Ich kann das von unten machen. Wollten wir von unten machen. Geht nicht. Ich sehe gar niemand mehr. Was zum Geier? Hey. Jetzt brennt das hier. Da hat er auch einen Raketenwerfer. Jason heilen. Dass ich nochmal, ja, der traut sich nochmal. Ach, ein Außenposten nicht unentdeckt einnehmen ist sehr unbefriedigend. Sehr, sehr unbefriedigend. Die Aufgabe noch nicht. Wir gucken uns hier jetzt mal etwas, hier erstmal etwas um. Lieferung Freihaus. Neues Pokerspiel in der Region freigeschaltet.
Ich finde die Deagle ja super, aber ich schnapp mir jetzt wieder das Garen. Vorher die Drogen. Ein Joint gibt's auch noch dazu. Packen wir es oder hat er irgendwas mit Happenkeks gesagt? Happenkeks. Marihuana-Formel. Diese Daten stammen von Growern aus British Columbia in Kanada und beschreiben verschiedene Marihuana-Sorten sowie Möglichkeiten für den Innen- und Außenanbau im großen Stil. Ihre Methoden sind den unseren deutlich überlegen und sollten sofort übernommen werden. Auf den Absatzmärkten in Russland, Westeuropa und Nordamerika gibt es einen nie nachlassenden Bedarf an diesem Kraut. Das war schon Karte, ja, ja. Das war schon Speicherkarte 16 von 20. Munition. Inventar auffüllen. Ja, danke schön. Verkaufen. 14 Sachen. Nein. Einmal. Was kann das Ding besser? Japanisches Tanto. Das Tanto ist ein japanisches Kampfmesser, das von den Samurai getragen wurde. Ein solches Messer erhöht den Schaden, den du im Nahkampf anrichtest. Macheten sind im Dschungel nichts Ungewöhnliches. Man kann sich damit durch dichtes Unterholz schlagen oder Menschen und Tiere töten. Spitzer, vielleicht besser. Gibt's hier was Neues? Das nochmal. Sturmgewehr? Ja. Schalldämpfer nein, Magazin und Visier ja. Kaufen eher ausrüsten. Was können wir hier denn jagen? Pfad des Jägers. Jage zwei Bären mit dem am Zielort gestellten, mit der am Zielort gestellten Machete für einen Pelzhändler mit einer Machete Bären erledigen? Die Jobs an den Aushangtafeln hängen. Wir haben jetzt ein japanisches Messer, Kampfmesser in Tanto. Puh. Können wir den Bär so weit runterschießen, dass wir nur noch einmal mit dem Messer entlang streichen müssen? Hinflattern. Geht bestimmt schief. Schweinchen. Das ist doch eine neue Pflanze. Na, Aloe. Aloe, ja. Sogar ein grünes Blatt. Wie viele andere Kulturen auch nutzen die Rakyat Aloe oder Alö seit Generationen, um Wunden und Verbrennungen zu behandeln. Man findet sie an fast jedem Haus auf Rook Island. Aber Vorsicht, die Piraten vergiften Aloe-Flaschen gerne mit einer ätzenden Säure. Damit bekommt das Wort Peeling eine ganz neue Bedeutung. Fies. Eine Aloe. Flatter, flatter, flatter. Zwei Tiere übrig. Wir haben die Waffe ja praktisch schon. Da hinten leuchtet was. Türen sind schon praktisch. Aber auch extrem uncool. Kann ja jeder durch so eine Tür gehen. Schade. Oh.
bestimmt sehr gut. Bären mit einem kleinen, popligen Tellermesser erledigen. Oh. Hi Bärchen, na? Mach dich nicht so groß, nicht größer als du bist. Wie kann der uns eigentlich so wehtun, wenn wir ihn mit dem Rücken vor uns haben? Verstehe ich nicht. Aua! Sieht überraschend wenig aus. Das Messer müsste den gefühlt weniger anhaben. Was ist denn für Manieren, ey? Spuck nicht andere Leute an. Jetzt haben wir Bärchen umgebracht. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Damit mussten wir keine schöne Waffe ablegen. Gegner. Toma. Guck uns nicht so blöd an. Stopp. Taktisch oder kaktisch? Halt doch mal still, wenn ich Kopfschüsse verteilen will. Mann, Mann, Mann. Wir könnten uns gleich eine neue Weste holen. Gehen wir nochmal zum anderen Außenposten? Gefühlt ja. Palani ist doch auch neu, hatten wir auch noch nicht. Will ich einfach mal gepflückt haben, damit wir dazu einen Eintrag bekommen. Palani ist eine blütenbildende Ingwerart. Ingwer ist gut. Sie wird von den Einheimischen oft benutzt, um verschiedene bunte Hausmittelchen anzufertigen. Zum Beispiel Kokain-Palani, Heroin-Palani und so weiter. Was hier alles ankommt. Ich stelle mich aber gerade an. Wie viele Autos jetzt hier rumstehen. Halt, 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 halt. Jetzt kannst du rutschen. Alkoholflächen. Was macht der denn für. Ah, er spielt Wagen hier. Weil da noch ein paar Söldner vorbeikommen. Das sieht wieder interessant aus. Fahrwechseln. Ich höre hier was wie ein Tigri klingt das. Zeit, dass man Miezekatzen zähmen kann. Nee, nur ein Jaguari. Versüßt die ganze Katze. Ist sie gekommen. Aua. Mietz, 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 Mietz. Schönes Tier. Der Außenposten ist weit weg. Wir müssen in eine andere Richtung. Mal gucken, vielleicht haben die uns schon vergessen. Ich denke nicht. Ich habe jetzt was vor, deswegen kann ich mich jetzt nicht mit denen herumschlagen. Oh, hier ist aber nass. Selbst, wow. Muss ich die einfach weiterfahren? Oh. Keine Ahnung, ein Auto? Ach, ihr Nasen. Ich
einem Stock eine Kugel aus dem Arm popeln. Überhaupt nicht infektiös. Leute. Wir sind besser. Merksam. Oh, da habe ich mich jetzt etwas überschätzt. Ich habe gedacht, beim dritten, spätestens beim vierten Mal treffe ich. Nee. Die waren wohl doch besser. Munition. Was? Konsumartikel. Gibt es noch eine Jagdaufgabe? Bringe ein seltenes Albino-Krokodil mit der am Ziel ortgestellten Machete für einen Tierpräparator. Warum denn? Was haben die denn mit ihren Macheten? Das war ganz schön weit weg, ich nehme ein Auto. Vielleicht nehmen wir das. Das liegt aber ganz schön weit unten. Ist das ein Tiefseekrokodil? Geht aber ab. Als nächstes müssen wir ein Krokodil mit einem Kescher erledigen. Das Licht sieht ja schön aus, wenn es irgendwie gar nicht richtig passt. Koko, Koko, Koko. Na, bist du's? Das ist ja gar nicht, das ist ja rot. Das seltene Tier muss erledigt werden. Albino, also wird es wohl ziemlich hell sein. Ist da ein Krokodilmaul? Ja. Ich dachte erst, das wäre ein Lotus, aber nein. Ich würde es einfach auf so ein Krokodil stürzen. Ein bisschen Lebensmittel. War nicht? Nee, es war jetzt wirklich ein Lotus. Wieder eins. Na? Du bist doch das, was wir suchen. Du bist doch voll hell. Wie schnell das auch stirbt. Pipifax. Albino-Krokodil. Ein Albino-Krokodil? Das hat sich doch jemand ausgedacht, oder? Nein, mein Reiseführer sagt, es ist echt. Und vermutlich sehr selten. Seltener als Asiaten im Kabelfernsehen. Es war so selten, dass wir es abmurksen mussten. Heute sollen wir es wirklich noch. Aber abgeben sollen wir es nicht. Schon komisch.
schöne Gegend hier. Die ganzen Hütten. Ich sag mal, der ganze Steg. Zwischen den ganzen Wurzelbäumen. Wurzelbäume. Gibt's auch nicht Wurzelbäume? Wo ist denn der Außenposten jetzt hin? Wo hat er sich denn versteckt? Der Schlinge ist doch abgehauen. Außenposten hinter uns. Noch sehe ich den auch nicht. Das war nur der Funkturm. Hinten raucht's. Platsch. Gibt's eigentlich blaue Blätter? Vielleicht sollten wir mal wieder ein paar einsammeln. Oh, Sittag. Hier ist nur ein Stein. Das ist grün. Da ist doch wieder Sittag. Jason wird sich genau gleich melden. Auch wieder Steine. Und dann ist Seta. Fischi. Oh, wieder ein Stein. Da ist wieder Seta. Oh. Ein Boot. Ist schon wieder Aua. Schwarze Flecken auf dem Bild. Ja. Blickwinkel. Nass. Beim. Hier. Kommando. Da hinten. Beim Funkturm, genau. Da ist der Außenposten. Taps. Oh. Oh, hier gibt es ein Rennen. Gucken, ob das mit dem Auto zusammenhängt. Ich komme gar nicht mehr zum Außenposten. Das hat irgendwie Probleme. Hey, ist alles wunderbar. Wir wollen ein Rennen fahren. Los, gib das Rennen her. Bist du doof? Was ist denn mit dem? Er will wohl kein Geld verdienen. So ein paar Spritzen herstellen. 31, 37. Wir bräuchten mal wieder was Grünes, wobei davon brauchen wir 2 pro Spritze. Wir brauchen viel mehr grüne Blätter. Oh. Nein! Wir brauchen euer Auto. Er hat keine Deckung mehr. Oh nee, Feuer heiß. Erstmal heilen wir gut, Jason. Erstmal heilen, nicht nachladen. Prioritäten setzen. Treffen wir gut. Würde es helfen, wenn ich mich selbst umbringe? Probier's doch mal aus. Schnell mit dem Auto weg, bevor das Feuer das Auto angreift. Ne, steht auf dem Weg, das ist gut. Mal wieder ein Auto geschrottet. So, die werden noch auf Krawall gebürstet sein. Hier ist was Grünes. Hallo. Die werden wohl noch auf dem Verstärkungstrip sein. Vorsicht, Jason, der Stachel doch. Wieder rumheulen, wenn ein Splitter, wenn eine Nadel. Sag mal bei Kakteen, Nadel? Stachel? Nadel, eher Nadel. Stachel ist eher so Insekt. Wenn sowas im Finger steckt. Ich gehe doch nicht wieder von der gleichen bescheuerten Seite ran, oder? Offenbar doch. Das war auch nicht besser. Hier ist keine Deckung.
dort von unten. Ich gehe erstmal ins Wasser. Der Strand könnte echt schön aussehen. Ist was drin? Ja, Wasser. Cool. Offenbar wieder vergessen. Sehr schön. Der Außenposten heißt wiederum Breakpoint Docks. Im Wasser können wir keinen Stein werfen. Oh. Schwerer Takedown von unten wird wohl nicht gehen. Der nervt mich dezent und die Ecke erst. Oh, ist der wieder weg? Das kann ich ja nichts werfen, da war was. Oh, 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 oh. Hier Luft schnappen, das wird doch wohl möglich sein. Och, dreh dich doch nicht um. Och, wird das hier rauscht, das ist mir eine Riesenströmung. Schon ein bisschen blind, der Typ. Verlockende Kiste. Schade, dass wir bei dem keinen Tod schon unten machen können. Die haben von ihrem Freund noch nichts mitbekommen. Die zwei stehen aber auch komisch. Ups. Kriegt der überhaupt was mit? Ah doch, der geht schnell. Schon keiner mitkriegen. Ab ins Wasser mit ihm. Schade. Dort schon unten wäre gut. Zwei Töte von unten. Das sollten wir auch mal machen. Mit dem Falschgeld. Ist mir nicht ganz geheuer. Platsch. Oh, das ist aber Mist. Geh wieder baden los. Sind jetzt nur noch die beiden beim Käfig? Kann ich mir schwer vorstellen. Einer ist doch bestimmt nach oben. Oh, ein dicker. Stimmt. Der von hier ist nicht dahinter gelatscht. Ah, doch hat geklüngelt.
aufzerren ist nicht. Wir könnten das wilde Tier rauslassen, dann überlebt das vielleicht. Ich guck erstmal, ob hier oben jemand ist, der noch lebt. Sieh dir das an, aber so richtig ansehen will man sich das auch nicht. Gibt's da auch noch einen Aufgang? Ich traue mich jetzt eigentlich nicht hier zu gucken. Viel Spaß mit der Miezekatze! Ha, das war der letzte. So, jetzt bin ich mal auf die Erfahrungspunkte gespannt. Sehr schön. Los, leb. Nee, du springst hier hoch. Lass die Miezekatze leben, hört auf. Hör auf, nein. Das Geräusch ist herrlich. Oh Mann, lass das Tier doch leben. Mann. Geht dem doch einfach aus dem Weg. Stellt euch irgendwo auf den Container und dann ist Ruhe. Wir werden dafür sorgen, dass er in Rajas Hand bleibt. Was macht denn der Beatbox doch, oder? Nicht den falschen Plan. Bitte kümmere dich um die Jobs, die an den Aushangtafeln hängen. Nö, ihr habt die Katze umgebracht. Und zwar sehr unnötig. Ja, aber noch eine Kiste, die uns doch angeblunken. Ah. Perlenkette, Perlenkette, oh. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier eine kleine Pause und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.